So, Freunde, herzlich willkommen einmal wieder zurück zum PC Building Simulator. Warum flüstere ich jetzt? Ich weiß es auch nicht. So, wir haben einen neuen Tag angebrochen. Hier ist unsere Hardware. Und hier sind unsere PCs, die wir zusammenbauen müssen. Jetzt muss ich nur, ja, der haut schon mal, glaube ich, hin. Ich glaube, es sind eh zweimal die gleichen, oder? Ja, oder? Nee, warte mal, das ist der Billow. Oh, schwierig. Das ist der Billow, das ist der teure. Ah, Mist, Moment. Der teure muss hier rüber. Zack. Zack. Das ist doch der MSI, oder? Ja, das ist nicht MSI, be quiet. So, und der muss hier hin, weil das ist der Billow. So. Verdammt. Ich glaube zumindest, dass das der Billow war, oder? Onkel verzweifelt. Gucken wir gleich nochmal. Onkel verzweifelt, ja. Und das andere ist Dings. Ja, muss ich noch kurz gucken, was hier bei Heroes Hearthstone war. 1200 in 2G, alles klar, Bruder. Hammer. Das Mama. Gaming 3 hier. Es war schön, dass wir jetzt auch die neuen Werkzeuge mit schneller Installation und alles so freigeschaltet haben. Das Problem ist, die kosten halt leider Gottes so schweineviel Geld. Dass wir das noch für. Dass wir das halt noch nicht wirklich wahrnehmen können. Das ist so das einzige Problem in der ganzen Geschichte. Aber ansonsten müsste das eigentlich alles passen. So. Und bei den, ach ja, bei den anderen bauen wir ja dieses Standard-Setup zusammen. Ich vergaß. So. Dann geht das hier mit rein. Dann brauchen wir eine. Was war das? Ach ja, eine 370 R2G. Okay, dann da oben. Ganz schön was wir machen hier. Immer die Dinger, die zwei Slots verbrauchen. So, das ist das und das ist mit drin. 60 Dings hier mit drin. Also hatte der noch irgendwelche erfreuten Wünsche? Hat Moronti in seinen PC. Was zur Hölle ist Moronti? Das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Also, war das M-O-R-T-O-Motoni? Motoni-Lüfter. Das sind aber alles HDDs. Obwohl, Motoni. Ah ne, das sind auch die anderen Teile. Na wunderbar. Da muss ich mir ja nichts Gedanken machen. Gefällt mir. So. Achso, Netzteil sollte vielleicht noch rein. Reicht da 250? Ja, können wir 350 reinbauen. So. Stecken wir den ganzen Spaß wieder mit dran. So, läuft. Kann auch Mindestanforderungen haben. Also haben wir da schon mal keinen Fehler gemacht. Aber wir werden da unbedingt Leistungstests haben, warum auch immer. Das so wichtig ist. Oh, shit. Na. Komm, installiere das. So, da hat er seine Leistungstest. Jetzt kümmern wir uns hier drum. Hier dran. Und arbeiten wir jetzt mit dem gleichen Prinzip, mit dem Gaming 3.
Da müssten wir ja eigentlich die identischen Leistungsdaten wie vor uns erhalten und das waren 4,9. Glaube ich jedenfalls zumindest, dass das 4,9 waren. Da müssten wir A im Budget bleiben und B dementsprechend die gleichen Leistungsdaten theoretisch erfordern und das mit, ja, wenn man es eigentlich so sieht, Billo Hardware, ne? Ja, gut, so viel. Gut, bis auf die, doch, das ist ja eine 1070 Ti, ne? Also, eine Asus Strix ist das ja. War das jetzt 2 oder 3? Ich meine, wenn man 3 raus. Gerade gar nicht so sicher gewesen. 3er ist das sogar. 3,5. Ach ne, die können wir eigentlich wieder raus, okay. Tja, jetzt finden wir das, den richtigen. Ja, doch. Ne, war dann doch nur eine 2er. Okay, dann müssen wir hier mit 3,50 agieren. So, ansonsten das und das ist drauf. Da muss ich noch mal kurz gucken, was ist das hier für einer gewesen? S groß. Ja. Nicht muss groß, sondern scheiß groß. Ne, gut, denen ist das egal. Wenn denen das egal ist, ist das gut. Dann können wir, naja, so viel noch. So viel farbliche Akzente gibt es ja eigentlich auch nicht. Aber besser wie gar keine. So. Na. So, geht hier dran. Das geht hier dran. Leistung muss man jetzt oder so abchecken. Ist halt ein Billo RAM. Also ich wusste, ihr könnt ja nicht mehr irgendwas an den RAM drehen, ohne dass der uns abfeuert. Das soll man ja auch bedenken. Ich glaube, du kannst den 2133er zu 2,4 kannst du schon übertakten, aber ich glaube, das hält das Ding gar nicht aus. Weil der keine Lüftung hat, also hat ja keine passive Kühlung oder sonstiges. Das Ding hat ja gar nichts. So. Also weder passiv noch aktiv Kühlung, glaube ich zumindest. Diese einfachen Dinger. So. Ja, moin. Was ist das hier? I groß. Schwarze Teile, ja. Einfach nur schwarze Teile, okay. Kann ich ja hier alles an Kabeln rausbauen. War die eh nicht mehr gebraucht. So. So, brauchen wir hier nicht, das muss hier alles ab. Nein, mach doch mal das scheiß Ding hier auf, ich wollte gerade sagen, Alter. Was hat denn jetzt ein RAM-Riegel drin gehabt, den? So. So. Halt schwarze Kabeln. Thank you.
So, geht das hier rein. Das Problem ist, achso, wenn wir eine Arena machen, wa? Das hilft noch nicht alles, ja? Ah ja, okay, jetzt läuft's. So, 4-9 und erreicht werden sollten 4-2. Nur wunderbar, passt an den Setup, liegt noch im Rahmen des Budgets. Jo, was will man mehr, ne? So. Re. Ah ja, da brauchen wir aber ein 7-7. Hier haben wir es immer noch nicht erreicht. Sehr gut, läuft. Passt auch, wieder 400 verdient. Und Neubau gesucht. 900 verdient. Offenbar hast du es voll drauf. Ja, weil wir 10.000 Euro verdient haben. Eine Steamerung geschafft. Die seht ihr aber leider in dem Fall nicht. Aber wir haben immer noch keine 5 und 5 Begleitern. Weißt du was? Die Scheiße lehne ich jetzt auch ab hier, weil lohnt eh nicht. Neue Teile verfügbar. ATAC WX, RM2 SSD. Sehr gut. Neuer PC für aufregenden Streamer. So. Übrigens, ich denke darüber nach, eigene Maschine für Streaming anzuschaffen. Das heißt, mittlerweile werde ich es bald wieder an sie wenden, ja. Ah ja, stimmt, der Typ. Erfahrungsstufe wird 12 benötigt, haben wir ja. Player Anna und Battlegrounds, empfohlene Spezifikation. Jo, krieg mal hin. So, krieg mal hin. Wie ist das hier, der Scotty? Der Scotty. Player Anna und Battlegrounds in der Mindest- oder empfohlenen Anforderung? Empfohlenen Anforderung, ich wollte gerade sagen. Mindestanforderungen wären below gewesen. So, naja, als Streamer braucht man natürlich auch erstmal ein ordentliches Gerät, ne? Das ist ja ganz klar. Be quiet silent. Okay. Ist da der Unterschied? Gar nichts, wa? Ne. Oh, das ist ja auch so, dass man hier neu kaufen kann. Naja, komm, kriegst du mal den hier. Prozessor will er 6500 haben. Grüßter ist eine Skylake-Variante. Speicher braucht er 8. Könnte man eigentlich mit 154. Oder achso, ne, warte mal, die Leistungstests sind denen ja egal. Ne? Also Grüßter 4. 4x12. So, dann kriegst du dann so mal hier. Bleib mal ein bisschen mehr holen. Da kriegst du jetzt eine 1070 mit rein, und wir können ja maximal 1000 ausgeben. Die sieht eigentlich ganz angenehm aus. Teuer. Bruder, teuer. Ich glaube, an der Grafikkarte müssen wir doch ein bisschen sparen. Na gut, so viel sparen kann man da nicht, sehe ich gerade. Lül. Habe ich mich mit dem Preis ein bisschen... Was ist sein Budget? 1000. Das mit der empfohlenen Spezifikation? Habe ich irgendwas drin, was nicht reingehört? Weil wir haben ja noch kein Netzteil hier drin, gar nichts. Also ich komme jetzt hier schon auf 1030, ne? Komme ich auf 1010. Und da haben wir jetzt eine Grafikkarte. Lüfter. Mainboard. Also, da habe ich ja noch nicht mal ein Netzteil. Netzteil brauchen wir auch noch mal 350 Watt. Bin ich bei 50. Ja, jetzt haben wir zwar alles, aber...
Da muss ich ja $50 weg. $10,70, $6,50, eine Festplatte brauchen wir ja auch noch. Aber Festplatte können wir noch da HDD massiv sparen. Ah, da bin ich drüber. Hier im Budget. Ganze $70. Mein $70 für 8 GB RAM. Das kriegt man jetzt 2, 4, 6, also 4 mal bin ich auch bei 80. Aber er will empfohlene Spezifikation von Player Unknowns Battlegrounds. Das ist das, ja. Haben wir. Aber nicht für 1000 Euro. Das geht nicht. 1000 Euro können wir nicht machen. Also selbst wenn ich das billigste vom billigsten nehme, also jetzt auch sage, du Bruder, wir nehmen jetzt den billigsten Dings, sind wir immer noch $50 drüber. Weil den Prozessor kriege ich nicht billiger. Die 1070 kriege ich auch nicht billiger. Die Hauptplatine ist die billigste in dem Bereich. Und Grafikkarte? Also nochmal $50 zu spielen? Nee, keine Chance. Keine Chance. Aber wir bräuchten was Ähnliches, was ähnlich einschlägt wie eine 1070. Gibt's aber nichts. Ja doch, die TI. Die schlägt die 1070 Mini nochmal. Aber ansonsten schwierig. Die Golden Edition. Aber selbst da sieht das eher schwierig aus. Bin ich immer noch $30 drüber. Ah, Leute, bin auch ein Blepper. Jetzt geht's. Aber auch nur mit der TI-Variante. Und dann $20 unten drunter. Das ist jetzt die originale Spiel. Ja, so können wir es machen. Puh. Ja, Fehler gefunden, Fehler analysiert, Fehler eliminiert. Wunderbar, meine Freunde, wir sind aber fertig für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann auch da rein. Tschüss.